Camperfreaks, wie auf Instagram schon angekündigt, geht es heute um Elvis. Da ist er. So, gibt jetzt ein kurzes Update zum letzten Video. Ist ja auch einiges passiert, also was heißt einiges. Leider Gottes hat Elvis, ich dachte erst, es wäre das Benzin, aber es war das Öl, das er verloren hat. Daraufhin habe ich Kurt Seine Friedberg gleich mal angerufen und gesagt, hey, scheiße, Elvis, er suppt. Oder was suppt? Was ist denn da? Und nicht so, ja, kommt von unten Öl oder Benzin, keine Ahnung. Ich habe ihn gerade getankt. Und dann kam die Frage gleich von Tobias, einen der Inhaber von Kurt Seine Friedberg, ja, hast du zu viel Benzin reingefüllt? Das kann schon mal passieren, dass er da ein bisschen qualmt und das ein bisschen, was rausläuft, dass er dann suppt halt mit deinen Worten. Und ich so, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, obwohl es kann sein, weil ich habe ihn echt bis oben hin, habe ich ihn voll gemacht. Und aber lange Rede, kurzer Sinn, es war dann das Öl. Die Kappe vom Öl, die ist einfach abgefallen, beziehungsweise war nicht richtig dran geschraubt. Kommt mal vor bei den TGBs. Hab mir sagen lassen, bei der 600er oder bei der 1000er passiert sowas. Ist aber nicht der Rede wert. Sieht schlimmer aus, als es ist. Hat mir der Tobias auch gleich am Telefon gesagt. Perry, ruhig Blut. Nichts Schlimmes. Sieht schlimmer aus, als es ist. Schau nur, dass du die Ölflecken da wegkriegst. Da nicht irgendwie da noch Stress kriegst. Wo er auch recht hat, natürlich. Jedenfalls, schnellstmöglich dann einen Termin vereinbart. Das ging auch wirklich ratzifatzi. Da kam der Senior her, hat den Alice abgeholt, eingeladen. Beziehungsweise aufgeladen und ab ging es dann zur Inspektion. Die habe ich leider versäumt bei Kilometer 1000, habe nicht ins rote Heftchen geschaut, war mein Fehler. Hätte ich mal machen sollen und ja, dem war aber nicht so und ja, ist mir eine Lehre fürs nächste Mal und ich werde dann halt schauen, dass wir Elvis dann immer pünktlich seine nächste Art bei 3000 Kilometern dann zur Inspektion bringen. Aber wie gesagt, der Fehler mit dem Öl, mit der Ölkappe dran, das war nur reinschrauben, fertig. Was aber ein Thema ist halt, man muss dann die ganze Abdeckung hier, wie ihr seht, weil hier, ich zeig euch mal, da kommt Öl rein, da kann man nachfüllen, das kann man übrigens abmachen, überhaupt kein Problem. Aber der Öldeckel ist hier weiter oben, da kommt man nur dran, wenn man hier alles abschraubt, abmacht. Und da sagte mir auch der Senior, ja, da blutet einem das Herz, wenn man das machen muss. Weil es auch schon viel Arbeit, ist ja klar. Ist ja nicht wenig. Und jedenfalls hat er jetzt seine erste Inspektion bei Kilometer 1400 Kilometer bekommen. Aber ich bin auch in der Range, von daher, boah, guckt euch mal die Felgen an. Die sind so cool beim TGW. Ich finde die so mega. Übrigens kommt da ein Bar nur rein. Beziehungsweise man kann sogar noch weniger. Empfohlen wird vom Hersteller 0,47 Bar. Das ist extrem wenig. Ich muss sagen, jetzt auch nach der Inspektion und hier übrigens Kurt Seine Friedberg kann ich absolut empfehlen. Kriege auch kein Geld von den Jungs für die Werbung. Ich mache sie einfach, weil die einfach so stark sind, so mega sind. Ich muss auch dazu sagen, bei der Inspektion ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Sie hatten etwas zu viel abgerechnet, kam aber gleich am gleichen Tag noch die Info vom Tobias. Hey Perry, sorry, die Jungs haben ein bisschen zu viel abgerechnet. Und ich hoffe, ihr hört mich noch drüber. Ich habe halt leider kein Mikro dabei. Jedenfalls wurde es dann nochmal korrigiert, die Rechnung. Ich habe das Geld überwiesen bekommen. Also eins mega, mega. Also wirklich auch ehrlich, auch kompetent. Auch hey, komm, Perry, mach dir keine Sorgen. Ist nicht so schlimm, weil der Tobias kennt mich mittlerweile. Ich mache da immer so ein bisschen Hektik. Ist aber nicht so bei ihm. Kennt ja auch, wenn ihr die Videos von Güni verfolgt habt, wisst ihr auch, dass ich ja sehr, sehr penibel bin und immer schaue, dass da alles in Ordnung ist und keine Kratzer und keine Blessuren, bla bla, etc. pp. Und jedenfalls, ich kann euch das Kurt Seine Friedberg wärmstens empfehlen. TGB 600er auch. Hab sie jetzt die letzten, ja, seitdem ich sie habe, bin ich so 250 Kilometer, doch exakt 250 Kilometer gefahren. Das Fahrwerk, weiß ich, was die Jungs gemacht haben, vielleicht ein bisschen mehr Luft in die Reifen gepumpt oder das Fahrwerk nochmal neu justiert, ich weiß es nicht, jedenfalls fährt sie sich viel besser. Vorher war schon cool, aber jetzt ist nochmal eine Spur geiler, auf gut Deutsch. Und wie gesagt, kann ich es euch nur empfehlen. Also, das war das Update zur TGB Blade 600er.